Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute bin ich überbelichtet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie ist in meinem Zimmer nie ein perfektes Lichtverhältnis, einfach weil es extrem hell ist, wenn mein Rollo komplett oben ist, aber mein Zimmer ist dann komplett dunkel im Hintergrund. Aber ich bin zu hell, wenn das Rollo komplett hoch ist. I don't know. Aber auf jeden Fall, hi and welcome back zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid toll in die Woche gestartet. Ich weiß, der Vlog kommt nicht am Anfang der Woche online. Aber es ist gerade Anfang der Woche und deswegen dachte ich mir, vlogge ich ein bisschen. Und ich habe ein paar Sachen geplant und ich wollte euch ein paar Updates geben, wie immer. Und deswegen gibt es einen neuen Weekly-Vlog. Ich werde über ein paar Tage hin vloggen. Ich habe auch schon ein bisschen gevloggt. Bevor es losgeht und ich ein bisschen den Tee spreade und euch ein bisschen update, werde ich dabei meine Haare machen. Und ich habe mir gestern neue Produkte gekauft. Ich habe auch ein Insta-Haul gemacht, weil ich mir sehr viele neue Haarprodukte gekauft habe. In der Hoffnung, dass die gut sind. Und ich werde euch jetzt gleich mal eine Overview von den Produkten geben. Und dann werden wir ein paar gemeinsam ausprobieren. Weil ich jetzt meine Haare mache, die sind nämlich komplett weird von der Struktur. Die haben hier diese kleinen Wellen drin. Das ist immer, wenn ich einen Dutt mache. Ich glaube, wir Mädels kennen das. Und beziehungsweise Leute mit langen Haaren kennen das. Denn heute Abend gehe ich mit meiner Mama nach Frankfurt. Wir machen vielleicht ein paar Bilder. Und deswegen will ich meine Haare fresh haben. Und irgendwie sieht es halt so komplett langweilig aus. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die ganzen neuen Haarprodukte, die ich mir gestern gekauft habe. Ich habe mir ein paar neue geholt. Einfach, ich wollte so ein bisschen was ausprobieren. Und ich bin nicht zu 100%... Was habe ich denn hier mit dem Contouring gemacht? Oh Gott. Ich bin nicht zu 100% zufrieden mit meinen richtigen Haarprodukten, die ich momentan benutze. Und deswegen wollte ich einfach mal so ein paar neue Sachen probieren. Und irgendwie ist mein Contouring an der Stirn ein bisschen fleckig. Kann das sein? Ich habe heute Morgen meine ganze Schublade aussortiert. Ich habe Sachen weggeworfen. Sachen, die leer waren, habe ich endlich mal entsorgt, weil ich da nie dran denke, die einfach wegzuschmeißen. Und immer mit irgendwelchen Futzelresten trotzdem noch in die Kommode lege. Und deswegen habe ich das heute mal so ein bisschen decluttert. Ich neu habe, also ich habe mir einmal von Pantene Pro-V so eine All-in-One Hair Defense, ich glaube Leave-In. Ja genau, Leave-In-Creme geholt. Ich weiß nicht, ob man die nach dem Waschen direkt reinmacht oder ob man die einfach random in die Haare machen kann, egal ob trocken oder feucht. Aber irgendwie hat mich das voll angesprochen und deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann habe ich mir dieses Heat Protection Spray von Lee Stafford geholt und das war das, was ich heute unbedingt ausprobieren wollte, weil ich, wie gesagt, nicht so zufrieden war mit dem Gatsby Schutzengel. Und deswegen wollte ich einen neuen Hitzeschutz ausprobieren und deswegen habe ich mir den geholt. Ich habe mir noch Schaumfestiger geholt, den soll man irgendwie, bevor man sich die Haare stylt, reinmachen, damit die Locken länger halten. Ich kenne mich mit Schaumfestiger gar nicht aus. Ich glaube, ich muss das einfach spontan ausprobieren. Und dann habe ich mir von L'Oreal noch dieses Serum für die Haare gekauft. Das soll anscheinend sehr, sehr gut sein. Da haben mir die meisten drauf geschrieben, dass es geil sein soll, vor allem die Shampoo-Reihe. Und deswegen werde ich das alles ausprobieren. Aber heute werde ich erstmal das ausprobieren und eventuell meinen Schaumfestiger. Da muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Und dabei werde ich meine Haare locken. Mein Lockenstab ist übrigens von Amazon. Das ist einfach so ein ganz normaler. Der ist auch nicht wirklich teuer gewesen. Und der funktioniert einfach für mich am besten. Ich benutze immer so einen dickeren Aufstab. Beziehungsweise heißt es Aufstab? Einfach so einen Stab. Aufsatz, genau. Und das benutze ich jetzt alles. Ich muss mir unbedingt eine neue Kamera kaufen. Also eine neue Vlogging-Kamera, weil die hier einfach so ein Problem hat, was Fokussieren angeht und mich das so nervt, weil ich dadurch halt so einen krassen Qualitätsverlust habe, habe ich das Gefühl, weil ich das halt nicht mag, wenn immer alles so nur halb fokussiert ist oder wenn es so komisch fokussiert ist und eigentlich gar nicht so scharf ist. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich eine neue Kamera zulegen. Ich benutze jetzt erstmal den Hitzeschutz und der riecht einfach so, so gut. Der hat so um die 6 bis 7 Euro gekostet. Ich hoffe, dass er sein Geld wert ist, weil der andere von Gatsby ist sehr, sehr günstig. Ich glaube, der kostet 1 bis 2 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher. Und jetzt werde ich anfangen, meine Haare zu locken. Es ist ein bisschen schwierig mit einem kleinen Spiegel, aber ich schaffe das schon. Ich glaube, ihr habt schon gesehen, ich bin geimpft. Ich habe das mitgevloggt, das ist jetzt eine Woche her oder so. Und ja, ich wurde mit BioNTech geimpft und ich weiß, sehr, sehr viele Leute haben verschiedene Meinungen, was dieses Thema angeht und ich verstehe das auch und auch wenn man die Meinung anderer nicht akzeptiert, sollte man es akzeptieren und wenn ihr der Meinung seid, nicht geimpft werden zu wollen und gegen das Impfen seid, dann ist es okay, dann ist es eure Sache, aber ich hoffe trotzdem, dass wenn Leute in die Kommentare schreiben, dass sie geimpft sind oder dass ich es jetzt, also als ich es gesagt habe, dass ihr trotzdem, wenn ihr was dazu sagen wollt, was ihr gerne tun könnt, dass ihr es konstruktiv sagt, weil das ein sehr heikles Thema ist und ich eigentlich ungern über so Sachen spreche, weil man da halt einfach auf viele auf viel Unverständnis treffen kann. Und ich hoffe einfach, dass es hier nicht der Fall ist und dass wir, also dass damit alle sehr, sehr gut umgehen. Falls ihr dagegen seid, ist es gar kein Problem.
Aber ich hoffe, dass wir trotzdem alle respektvoll miteinander umgehen, falls ihr eine andere Meinung habt und andere Leute vielleicht auch eher so denken wie ich und geimpft werden. Ich wurde vor einer Woche geimpft und zwar mit BioNTech, habe ich ja schon gesagt. Und ich wurde mit meiner Mama zusammen geimpft. Und ich glaube, es ist bekannt, beziehungsweise es ist der Regelfall, dass man bei BioNTech bei der zweiten Impfung als Frau eher Nebenwirkungen bekommt als bei der ersten. Und uns ging es nach der ersten Impfung sehr, sehr gut. Also was heißt, also meine Mama hat am Anfang so die ersten 10 Minuten gedacht, ihr würde schlecht werden und ihr ging es nicht gut. Deswegen waren wir auch noch beim Arzt und haben da gewartet. Die haben auch gesagt, wir sollen 15 Minuten warten, bevor wir gehen, damit einfach, falls was passiert, man direkt bei ärztlicher Hilfe ist. Kein Deutsch, also dass man zur Not ärztliche Hilfe bekommen kann direkt. Also es war sowieso super heiß an dem Tag. Das war so ein Tag, wo 30 Grad waren und wir waren sowieso so ein bisschen schwach. Aber von was so die Impfung angeht, haben wir eigentlich nichts gemerkt und das fand ich mega geil. Und jetzt werden wir in ein paar Wochen wieder geimpft, die zweite Impfung dann. Und dann haben wir es sozusagen hinter uns. Es war nicht schlimm. Ich glaube, für die zweite Impfung werde ich mir nichts vornehmen. Wir haben uns nämlich bei der ersten Impfung danach vorgenommen, nach Frankfurt zu gehen. Und wir hätten das halt wirklich abblasen können, wenn es einer von uns nicht hätte gut gegangen. Wenn es einer von uns nicht gut gegangen wäre, so. Aber uns ging es zum Glück gut. Aber jetzt dann für die zweite Impfung werde ich auf jeden Fall nicht mir was vornehmen oder irgendeinen Termin nehmen oder wahrnehmen und das direkt so ein bisschen offen halten, damit ich den ganzen Tag theoretisch im Bett liegen kann, weil ich Angst habe, dass es mich dann, halt einfach wegklatscht. Und dann will ich nicht irgendwie responsible für irgendwas sein, was an dem Tag wichtig ist. Und ja, die erste Hälfte ist fertig und ich habe mir gerade gedacht, dass ich euch nochmal update, was Thema Haare angeht. Ich habe euch ja gesagt, dass ich so ein bisschen auf der Suche bin wegen Friseuren und dass ich jetzt unbedingt eigentlich mal meine Haare verändern wollen würde. Aber ich habe einen wirklich guten Friseur gefunden, beziehungsweise einen, wo meine Intuition gesagt hat, try it out an so. Und der hat jetzt bis in den nächsten paar Wochen keinen Termin mehr frei. Und ich habe euch gestern schon den Struggle auf Insta erzählt und ganz viele haben gesagt, dass sie das fühlen können. Weil ich bin jemand, auf der einen Seite will ich jetzt unbedingt zu dem, weil ich das Gefühl habe, dass es da wirklich gut werden könnte und ich halt noch nie beim Friseur war und ich wirklich keine guten Erfahrungen habe, worauf man achten sollte und ich keinen guten Friseur kenne in der Umgebung, weil ich jetzt auch nicht so viele Leute kenne, die jedes Mal zum Friseur gehen und irgendeinen Stammfriseur haben, der extrem gut sein soll. Und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht so lange warten, bis er wieder einen Friseurtermin frei hat, weil ich meine Haare jetzt so schnell es geht gerne verändert haben würde. Und deswegen bin ich jetzt gerade einfach so ein bisschen am struggeln, ob ich einfach warten soll, bis er wieder einen Termin frei hat oder ob ich einfach zu einem anderen Friseur gehen soll. Ich meine, es gibt so viele gute Friseure und wie gesagt, ich habe keine Garantie, dass er meine Haare so hinbekommt, wie ich es will. Aber auf der anderen Seite würde ich meine Haare gerne jetzt schon machen, weil ich einfach für den Sommer und vor dem Urlaub einfach ein bisschen anders aussehen will und ein bisschen was reinbringen will in meine Frisur und dass es nicht immer basic ist und immer gleich und immer so langweilig, wie es jetzt ist. Also ich liebe meine Haare, aber ich würde einfach gern so ein bisschen was daran verändern. Jetzt fühlt es sich gerade gut an, wenn ich es machen würde, weil ich mir jetzt auch relativ sicher bin, was ich will. Und ich muss, glaube ich, einfach nur, ja, so ein bisschen, ich bin immer so festgefahren, wenn ich irgendwas finde, egal ob es ein Friseur ist oder irgendein Shop oder so, dann bin ich immer so, nee, was der Bauer nicht kennt, das will er nicht. Ich glaube, so geht das Sprichwort. Und ich bin wirklich so, ich glaube, ich habe es von meinem Vater. Wenn ich irgendwas habe, wo ich mich wohlfühle, dann will ich das nicht ändern. Und so ist es gerade, obwohl ich noch nie bei dem Friseur war, dass ich das Gefühl habe, dass der der Richtige ist. Und deswegen will ich nicht weiterschauen, weil der so mein Fokus ist. Obwohl das gar nicht gut ist, weil vielleicht gibt es einen, der es noch besser machen würde. Und ich weiß es einfach nicht, weil ich immer so festgefahren bin. Das ist auch bei mir bei Essen so und bei Shops und bei allem im Leben ist es bei mir so, dass ich einfach gerne, ich probiere gerne neue Sachen aus. Aber ich liebe es auch einfach, der Gewohnheit nachzugehen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin kompliziert, I know. Gewartet, meine Haare haben sich so ein bisschen ausgehängt und ich mache jetzt ein bisschen Haarlack rein. Und dann drücke ich das einfach nochmal so ein bisschen hoch und dann ist der Haarlack auch schon drin. Also die Haare werden auch direkt ein bisschen griffiger, ein bisschen fester. Ich glaube, jeder, der Haarlack benutzt, weiß gerade, was ich meine. Ich bin sehr zufrieden mit dem Lockenstab und wie ich momentan meine Haare hinbekomme. Ich drehe die halt immer nach außen, damit die vom Gesicht weggehen, genau wie hier diese Strähne. Ich finde, das macht einfach sehr viel für die Haare.
Und ich mag das einfach, wenn es vom Gesicht weggeht, weil es dann einfach so ein bisschen voluminöser aussieht und einfach ein bisschen schöner. Yes. Heute Morgen kam eine sehr lang ersehnte Bestellung an. Ich habe bei Bags Amsterdam bestellt. Ich weiß nicht, ob die Seite genauso heißt. Ich kann mal gucken. Warum steht da Tess Amsterdam? Anscheinend sind es Vegan Bags. Ich habe das gar nicht gesehen, dass die vegan sein sollen. Aber das ist ja schon mal gut. Ich habe mir so eine Fake Chanel Tasche geholt. Ich habe euch gefragt auf Insta, in welcher Farbe ich diese Tasche nehmen soll. Ich habe die in Türkis gesehen, in Schwarz, in Weiß, in Orange, in Grün, in Gelb und ganz viele haben gesagt, ich soll mir den Grün holen und jetzt ist sie endlich angekommen. 2, 3 von meinen Followern haben mir geschrieben, dass sie da auch schon mal bestellt haben und dass die Qualität anscheinend sehr schlecht sein soll und als ich die bestellt habe, habe ich das noch nicht gelesen und ich war so, Gott, was ist, wenn da jetzt der größte Bullshit ankommt? Ich muss aber sagen, natürlich, jetzt zum Beispiel hier sieht man, dass da dieses Ding rausguckt und dass es halt nicht komplett gut verarbeitet ist, wie jetzt bei einer Chanel-Tasche. Aber ich glaube, die Tasche hat 50 Euro gekostet und dafür finde ich es voll okay. Ich habe auch nicht so viel erwartet. Hier hinten hat die noch so eine kleine Bag. Von innen ist sie auch ganz normal. Man kann auf jeden Fall ein bisschen was verstauen. Ich finde es ganz cute, dass sie von innen so rot ist und man hier so 2 Fächer hat. Und ich bin eigentlich mega zufrieden bis jetzt. Ich werde mir die wahrscheinlich noch in Schwarz holen. Ich glaube, die haben die auch noch in so einem Beige oder in so einem Khaki. Ich bin mir aber nicht sicher. Und da ist es auch genauso wie bei der originalen Chanel, dass man so die Träger verstellen kann. Und das fand ich mega cool. Also mit der Tasche bin ich zu 100% zufrieden. Ich liebe diese Optik. Ich habe die mir einfach so ein bisschen anders vorgestellt vom Style. Vielleicht ein bisschen länger. Oder ich weiß nicht, was ich mir anders vorgestellt habe. Was ich mir aber auf jeden Fall anders vorgestellt habe, sind die Henkel. Hier merkt man natürlich, dass es keine echte ist. Und ist halt so ein bisschen billig. Aber so fühlt es sich auch bei Zara und so an. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm. Ich finde nicht schlimm, wie sich die Träger anfühlen, sondern vom, wie man die nehmen kann. Mein Struggle, den ich damit einfach habe, ist, dass der kurze Träger halt sehr, sehr kurz ist. Also es ist ganz cute, um die so zu tragen. So finde ich es eigentlich mega cute. Also ich habe mir das noch gar nicht so angeguckt. So gefällt es mir eigentlich ganz gut, aber ich glaube, ich hätte mir die wirklich einen Ticken höher gewünscht, wie ich es eben gezeigt habe. Und die kann man halt einfach nochmal ganz normal so tragen, dass sie so ist. Aber irgendwie finde ich die so ein bisschen sehr klein. Ich weiß nicht, ob ich mir die größer vorgestellt habe oder ob es irgendwas habe ich mir anders vorgestellt. Ich muss mal ein bisschen gucken, ob ich die behalte oder ob ich die so feiere. Aber eigentlich ein sehr guter Dupe. Und ich glaube, die war sogar ein bisschen günstiger. Also es ist nicht so schlimm. Und ja, wenn ich mich an die gewöhnt habe und die irgendwie extrem schön finden sollte, werde ich mir die auch noch in den anderen Farben holen, weil es einfach ein mega guter Dupe ist und ich diese Type of Bag einfach sehr gern habe. Guten Morgen, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist der nächste Tag und ich habe gestern so Stress gehabt, nachdem ich gefilmt habe. Also es war gestern so stressig. Ich musste noch ein bisschen was mit meiner Mama erledigen und es ging alles richtig schnell. Es hat angefangen zu gewittern und wir mussten noch ins MTZ, wir mussten Sachen umtauschen. Ich war nochmal bei Zara und ich wollte euch eigentlich noch so ein bisschen mitnehmen. Aber da meine Eltern heute in den Urlaub geflogen sind, hatte ich irgendwie keine Zeit mehr wirklich dazwischen zu filmen und es war alles sehr stressig, weil ich mit meiner Mama noch Sachen abklappern musste, weil ihr Auto in der Werkstatt ist und mein Papa auch weg war und deswegen hatten wir nur noch mein Auto und deswegen musste ich mit ihr fahren und ich konnte nicht mehr vloggen. But here I am, back at it again. Ich habe heute Morgen meine Eltern zum Flughafen gefahren, es ist jetzt 3:15. What the fuck, Arthur war gerade kurz hier. Nachher kommt Josie, eigentlich wollte ich sie abholen. Aber es lohnt sich nicht, weil sie nochmal was für die Uni machen wollte und dann kommt sie wahrscheinlich hierher. Und dann spenden wir den Abend zusammen und den ganzen Tag und alles. Und sie wird bei mir schlafen und ansonsten ist heute nicht viel passiert. Ich habe gegessen, ich habe meine Eltern, wie gesagt, zum Flughafen gefahren. Ich habe ein bisschen was ready gemacht in meinem Zimmer. Ich habe die Verlosungen fertig gemacht. Ich habe gestern den Gewinner ausgelost. Ich hoffe, dass ihr euch freut. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass so viele bei der Verlosung teilgenommen haben. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und irgendwie tut mir das so leid, dass nicht jeder was gewinnt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, würde ich am liebsten jedem so ein Paket schicken, was natürlich irgendwie nicht geht und ich habe gar nicht so viele Sachen. Ich glaube sogar, wenn ich alle meine Sachen, die ich aufteile, verlosen würde, würde trotzdem nicht jeder was bekommen und deswegen versuche ich in Zukunft auf jeden Fall mehr Verlosungen zu machen, auch für Leute auf YouTube, da muss ich mal schauen, wie ich das mache, aber das wird in Zukunft auf jeden Fall folgen. Ich habe vor, sehr, sehr viele Verlosungen noch in Zukunft zu machen, einfach um euch was zurückgeben zu können. Ich bin sehr froh, mal wieder sturmfrei zu haben. Ich glaube, wenn ich so 15, 16 gewesen wäre jetzt, würde ich mich mehr freuen, weil damals hatte ich dann immer so im Kopf, machst du eine Hausparty oder lädst du Leute zu dir ein oder machst du irgendwas, was du sonst nicht darfst, obwohl
ich eigentlich alles durfte, aber ich glaube, ich hätte einfach Leute eingeladen. Aber jetzt habe ich gar keinen Bock darauf. Ich habe gar keinen Bock auf den Stress. Ich kenne nur noch zwei Leute. Ich habe gar keinen Bock, dass ich das Haus aufräumen muss. Ich habe keinen Bock, dass Leute kommen, mit denen ich normal nicht so viel zu tun habe. Außerdem ist noch Corona und da muss man eh vorsichtig sein. Und deswegen genieße ich es einfach, dass ich alleine bin und mir niemand auf die Nerven geht. Ja, vielleicht genieße ich einfach nur das, weil irgendwie, glaube ich, bin ich einfach aus dem Alter raus, dass ich mich auf Sturm voll freue, weil man heimlich eine Party oder so machen kann. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch über Sturmi freut. Früher hätte ich mich auf jeden Fall mehr gefreut, zu 100%. Ich weiß gar nicht, wo ich gestern stehen geblieben bin, to be honest. Ich habe keine Ahnung, es ist anscheinend wieder ein Messi-Vlog. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber es gibt noch ein großes Update, bevor Josie bald kommt und bevor ich sie vielleicht hole, weil ich meine Pakete wegbringen muss und noch so ein bisschen Stuff erledigen muss. Und ich muss auch zu Rewe, ich muss einkaufen. Das ist ein Nachteil an Sturmi. Man muss sich alles selbst besorgen. Ich habe ein Update, wovon ich euch gestern noch erzählen wollte, aber es nicht mehr geschafft habe. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen das Peloton-Bike bestellt. Und ich muss sagen, es ist eine sehr krasse Investition und ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Und ich habe das sehr oft bei Adorable Caro gesehen. Ich habe es bei Mrs. Bella gesehen. Und kennt ihr das, wenn ihr über Sachen nachdenkt oder über Sachen erzählt mit oder euch unterhaltet mit Freunden? Und auf einmal seht ihr von dieser Sache tausend Sachen im Internet, egal ob Werbung von einem Video, was ihr gucken wollt, geschaltet wird über die Sache, ob das random auf irgendeiner App auftaucht als Werbung oder ihr das einfach irgendwo immer mal lest oder seht. Und irgendwie hatte ich vorher, bevor ich so mit dem Gedanken gespielt habe, mir so einen Hometrainer, egal in welcher Form, zuzulegen, weil damit habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, hatte ich nie irgendwie Werbeanzeigen von irgendwelchen Sportgeräten oder irgendwie Sachen, die halt in diese Richtung gehen. Und ich habe einmal angefangen, nach dem Peloton zu googeln, um einfach mir mehr Rezensionen rauszusuchen und auf der Seite mal zu stöbern, weil ich da öfter mal drauf war und immer mal wieder durchgelesen habe, ob sich das auch lohnt. Und dann habe ich einfach so oft das Peloton vorgeschlagen bekommen. Ich habe, wenn ich YouTube-Videos geguckt habe, war an der Seite Videos von Leuten, die das Peloton reviewed haben. Und natürlich ist es auch der Algorithmus und irgendwie wird es dir auch angezeigt. Aber auch wenn ich mit Leuten nur darüber gesprochen habe und das in meinen Gedanken hatte, wurde es mir angezeigt. Und ich dachte mir so, that's a sign. Ich habe mit meinen Eltern drüber geredet, ich habe mit Arthur drüber geredet und ich habe mir überlegt, dass es einfach eine gute Investition ist. Es ist sauteuer und ich habe mir sehr viele Rezensionen von so Sportprofis angeguckt, die das reviewed haben und die das auch verglichen haben mit anderen Produkten bzw. anderen Hometrainern. Und ich finde, ich kann das jetzt noch nicht reviewen, weil ich werde euch gleich das andere Update dazu geben, weil es ein kleiner Fail ist. Ich bin halt jemand, ihr wisst von mir, alle, die mich jetzt schon länger verfolgen oder seitdem ich angefangen habe mit YouTube, ich bin ein sehr großer Sportmuffel und ich bin sehr, sehr schamhaft, was Sportmachen angeht. Ich mag es nicht, im Gym zu sein, weil ich es nicht mag, angeguckt zu werden. Ich schäme mich einfach. Ich könnte das geilste Sportoutfit anhaben. Ich könnte geschminkt sein, was ich halt nicht verstehe. Ich würde nie geschminkt ins Gym gehen. Einfach, ich schwitze sowieso so viel. Und ich bin einfach so ein bisschen, ich schäme mich einfach davor. Und ich hasse es, wenn ich Leuten im Wald beim Joggen begegnen würde. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich bin auch früher mit meiner Mama joggen gegangen. It's a no from me. Joggen ist eh nicht so meins. Und Fahrradfahren habe ich schon immer gemocht. Ich bin früher mit meinen Eltern sehr viel Fahrrad gefahren. Mit meinem Papa. Und Arthur wollte sich jetzt auch mal so erkundigen und mir ein richtiges Fahrrad holen, weil er halt auch Fahrradfahren liebt. Und ich glaube, wir könnten zusammen sehr viel Spaß haben mit dem Fahrradfahren und irgendwo hinfahren und vielleicht ein Picknick machen. Aber ich weiß, dass ich es halt einfach, ich bin nicht so der Fan davon, draußen Sport zu machen. Und ich weiß, dass Leute, die draußen Sport machen, wie meine Mama zum Beispiel, die joggen geht im Wald, die liebt es. Die sagt, die könnte nie auf dem Laufband joggen, die könnte nie ins Gym gehen, weil ihr das einfach zu langweilig wäre, auf der gleichen Stelle zu laufen oder die gleichen Übungen zu machen. Und ich bin so ein Mensch, ich bin so nicht. Ich weiß nicht, ich hoffe, mich versteht der ein und andere, aber ich bin so ein Fan davon, das alleine in meinem Zimmer machen zu können oder vielleicht im Gym, in einem Frauengym war ich eine lange Zeit angemeldet. Ich habe mir deswegen halt lange Gedanken darüber gemacht, dass ich einfach auf den Entschluss dann gekommen bin, dass ich weiß, dass wenn ich mich motivieren kann und wirklich durchziehe, dann mit so einem Hometrainer, weil ich einfach dafür eher gemacht bin, auch wenn es eine sehr große Investition ist und man sich da sehr sicher sein muss. Aber das Ding ist halt auch für immer sozusagen. Ich werde das mit in meine erste eigene Wohnung nehmen. Ich habe es mir jetzt gekauft. Kommen wir jetzt aber zu dem Fail. Es war mir so klar, ich habe immer so ein Gespür dafür, ob ich ein Montagsprodukt bekomme. Und Arthur und meine Eltern lachen mich schon immer aus, wenn ich sage, ich habe ein Montagsprodukt. Und die sind immer so, du kriegst immer nur Montagsprodukte. Und ich bin so, ja, kriege ich. Und alle, die das nicht wissen, was es ist, dass man sozusagen so ein Schrottprodukt bekommt. Also so ein Produkt, was, also einfach ein Teil, was zum Beispiel nicht funktioniert, wo irgendwas kaputt ist, was irgendwie länger dauert, einfach sowas. Bei mir
Es kam relativ schnell an. Es kam, glaube ich, bevor es 8 Wochen waren an. Also da stand Lieferzeit 5 bis 8 Wochen. Und es kam vor 8 Wochen an. Da war ich schon ganz happy und da dachte ich mir, so irgendwas wird schief gehen. Dann haben die meine Zahlungsart nicht genommen, weil du deine Karte eintragen musst. Dann habe ich rumtelefoniert, dann habe ich mit den Mails hin und her geschickt. Der Support ist aber sehr, sehr gut bei Peloton. Und es hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Und dann einfach so, ohne dass ich was gemacht habe, ohne dass die was gemacht haben, ging es auf einmal, also so nach einer Woche. Und da war ich schon so ein bisschen mad, weil man ja auch 30 Tage das testen kann. Aber die 30 Tage, da war ja schon eine Woche von um und ich dachte mir so, oh mein Gott. Einfach nur lästig, ich hasse das. Ja, und dann wollte ich aufs Peloton gehen, wollte trainieren. Ich habe das sogar gevloggt. Ich habe die Sequenz noch, ich kann die euch mal einblenden. Ich schwitze, ich bin rot und es sieht aus, als hätte ich einen Workout gemacht. Habe ich aber nicht, weil ich seit, und es klackt halt jetzt so komisch, weil ich wirklich seit einer halben Stunde versuche, meine Schuhe reinzuklacken. Und hier ist schon dieser Lack ab, weil ich es nicht hinbekomme. Es funktioniert einfach nicht. Ich bin so aufgeschmissen, genauso easy, wie es bei ihr aussieht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Schon ausgelutscht. Es geht nicht. Und dann ging meine Pedale ging nicht in dieses Peloton-Ding rein. Und dann musste mein Papa mir helfen. Ich habe 40 Minuten lang versucht, meine Schuhe in dieses Peloton-Pedal reinzuklicken, weil das halt so klack machen muss. Du kriegst passende Schuhe dazu, die sich so einrasten wie bei Skischuhen und dann kannst du lostreten. Und die haben nicht eingerastet. Dann haben wir beim Support angerufen. Dann haben die mir neue Cleats geschickt. Das sind so rote Teile für unter den Schuh. Ich zeige es euch gleich. Und jetzt geht es. Und jetzt bin ich aber geschminkt. Heute Morgen kamen die Cleats an. Ich muss die noch richtig dran machen. Aber ich habe schon mal getestet, ob die einrasten. Und jetzt funktioniert es. Und jetzt kann ich endlich anfangen mit den Workouts. Ich glaube, ich habe das Bike jetzt schon 2,5 Wochen. Und ich konnte noch nicht einmal einen Workout drauf machen. Und ich war so motiviert. Und jetzt lässt meine Motivation ein bisschen nach. Aber ich muss mich motivieren, weil es einfach so teuer war. Und weil ich es jetzt habe. Und ich einfach das Gefühl habe, ich kann einfach am besten in meinem Zimmer unbeobachtet Sport machen. Hier haben wir das gute Stück. Das ist das Peloton Bike. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt schon. Hier seht ihr den Bildschirm. So sieht es aus. Es ist schon sehr hochwertig und ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich saß auch schon mal drauf. Und hier haben wir den Übeltäter. Hier sind die Schuhe. Und das sind die Teile, die unten dran kommen und die man dann bei den Pedalen so reinklickt. Und deswegen musste ich neue geschickt bekommen. Die kamen heute an. Die muss ich zurückschicken. Und da muss ich die noch mit Schrauben und diesen Teilen befestigen. Und dann werde ich morgen mein erstes Workout machen, zu 100%. Ich werde mich morgen zwingen. Das Ding ist jetzt aber, dass ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Es stand anfangs so, es stand einfach so im Raum, also so quer. Da liegt mein BH, wow. Also es stand einfach so quer vor der Heizung. Aber das sah nicht so gut aus, weil es meinen Schrank versperrt hat. Das hat die Kommoden hier, die Schubladen hier versperrt. Und hier steht es halt relativ gut, weil der Schreibtisch bzw. der Schminktisch kommt eh weg. Aber meine Mutter hatte eine andere Idee. Und zwar, dass ich den großen Spiegel in die Ecke stelle. Aber wahrscheinlich dann wirklich quer, dass da hinten wie so ein bisschen so ein hohler Raum ist. Dass das wegkommt, also der Spiegel und der Schminktisch. Und dass genau dort in diese Reihe, Ecke, kommt dann das Peloton. Und hier hinten kommt dann die große Lampe hin und nochmal diese Gräser. Und mit dem Tisch würde ich dann gucken, wie ich das mache mit dem Abstelltisch, mit dem Nachttisch. Und deswegen werde ich nachher mal Josie fragen, wie sie das feiert. Und das Ding kann man auch alleine überhaupt nicht schieben. Das ist so, so schwer. Ich glaube, das wiegt keine Ahnung wie viel Kilo. Das ist einfach so, so schwer. Ich hoffe einfach so sehr, dass das Bike mir gefällt und dass ich damit öfter trainiere, weil ich will wirklich sportlicher werden. Ich fühle mich gar nicht mehr fit. Ich mache gar nichts für meine Figur. Und ich will auch einfach mir geile Sachen gönnen können, ohne danach ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich einfach nicht Sport mache. Also wünsche mir Glück, dass es was wird und dass mir das gefällt und dass es mir hilft und dass ich damit gut trainieren kann. By the way, habe ich noch Self-Tan drauf. Den habe ich heute Morgen, bevor ich meine Eltern zum Flughafen gefahren habe, drauf gemacht. Und der ist sehr patchy geworden, weil ich sehr geschwitzt habe heute Morgen, warum auch immer. Ich muss den noch abwaschen, das heißt, ich gehe gleich nochmal duschen, also nur mein Körper. Und dann treffe ich mich mit Josie. I'm very excited. Ich freue mich extrem. Es gibt immer einen Moment bei mir im Leben, an dem ich mein iPad ausgrabe. Und das ist, wenn ich neue Spiele gefunden habe. Und die Spiele habe ich damals schon gespielt, ich glaube, als ich 12, 13 war, mit Heyday zusammen. Aber Heyday bin ich gerade wieder so ein bisschen raus. Ich bin gerade nicht so obsessed mit Heyday, aber ich bin obsessed mit den drei Spielen. Das ist Schrott. Das habe ich mir, glaube ich, aus Versehen runtergeladen. Das muss ich noch löschen. Bakery Story, davon die Version mit Restaurant. Und Fashion Story. Und das ist einfach, es ist so geil. Ihr geht da drauf und ihr habt euer Restaurant, ihr könnt es so designen und ihr könnt so verschiedene Dishes kochen und hallo,
Nein! Und ihr könnt einfach alles managen und ihr steigt Level auf und ihr könnt euch immer mehr kaufen. Und das ist als. Es macht einfach so viel Spaß. Es macht einfach so, so viel Spaß. Guck, ich bin jetzt ein Level weiter. You've reached Level 13 und jetzt gibt's eine Quiche. Oh, der Stuhl sieht gut aus. Das ist so geil. Das ist einfach geil. Das macht einfach so Spaß, Leute. Ich bin so ein Opfer für sowas, wisst ihr? Und ich bin jemand, also ich gebe dafür kein Geld aus. Zum Beispiel Arthur ist jemand, der gibt für so Spiele Geld aus. Das würde ich nicht machen. Das habe ich früher mal gemacht. Aber ich würde einfach am liebsten mein ganzes Geld da rein investieren, damit ich richtig viel geile Sachen kaufen kann. Ja, mein Restaurant sieht noch nicht so gut aus. We're back. Das ist echt nicht gecheckt. Look who's here. Jetzt wollte ich dir noch eine Story dazu erzählen. Mich haben ganz viele gefragt, ob wir Streit haben im Livestream. Und ich habe die Frage nicht gesehen gestern. Nee, vorgestern. Nein, ich habe die nicht gesehen. Dann haben ein paar reingeschrieben, wie sie gekonnt die Frage ignoriert. Ich sage, ich habe es nicht gesehen. Wir haben keinen Streit. Doch. Wir haben Regenstreit. Leute, wir haben uns ganz viel Food geholt. Food Hall incoming. Ich habe mir so Maiskörbchen geholt. Ich finde die so geil. Meine Mochis. Ich liebe die. Dann haben wir so Bulgursalat mit Paprika, mit Kidneybohnen. Diese geilen Soba-Dinger, die ich immer mit Arthur esse. Kartoffelpuffer. Sour Cream. Wir haben noch Dings. Jetzt habe ich noch Cookies geholt. Yum, yum. Ich mag die Frisur. Die mag ich am meisten. Ich möchte aber noch, dass es ein richtiger Bock wird, die vorderen Dinger so. Willst du wieder abschneiden? Nein, aber so. Ja, aber ich finde es. Die vorderen gut. Dinger ja. sind noch nicht lang genug. Ja. Das muss aber es sieht trotzdem gut aus. Dann schneide ich das auf so einen Bock, weil dann kann ich sie auch wieder so machen, weil im Moment. Ja, aber ich finde sie trotzdem gut aus. Looks great! Träger. Ich will so einen Maiskolben snacken, aber da steht süß-sauer. Wie? Süß-sauer. Oh no. I want to snack one. Oh, das riecht nice. Oh je, lass mich mal ein Stück probieren. Oh. Kann man die so essen? I doubt it. Irgendwas schmeckt da weird. Doch. So Leute, ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und ich werde den auch gleich hochladen. Wir haben jetzt schon 14:30 Uhr, der nächste Tag. Josie ist schon seit ungefähr 1 Uhr weg und seitdem bin ich am Vlog dran und ich enjoy das richtig hier zu sitzen und das Wetter ist ein bisschen blöd. Es hat vorhin richtig geregnet, jetzt hat es gerade aufgehört, es ist trotzdem dunkel, aber ist nicht schlimm. Und nachher kommt Arthur. Ich habe gestern nicht so viel gefilmt, weil es einfach nicht so, es hat sich nicht so ergeben, so viel zu filmen. Wir haben gefoodet, wir hatten eine Girls Night, wir haben gegenseitig den Tiges Bild und einfach so die Zeit genossen und deswegen hat es sich nicht wirklich angeboten, da irgendwas zu filmen, weil wir sehr viel Privates auch besprochen haben und nicht wirklich was unternommen haben. Also wären wir jetzt in Frankfurt oder so gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich weitaus mehr gefilmt, aber so, wir saßen die ganze Zeit, haben währenddessen den Fernseher angehabt. Wir haben ein bisschen Netflix auch geschaut, wir haben Tor to Handle geguckt, die zweite Staffel. Und ich weiß nicht, jeder, der das von euch guckt, Alter, meine Haare sind auch wirklich lost. Ich muss sagen, diese Serie ist für mich so confusing, weil ich einfach nicht verstehe, wie Leute so horny sein können, wie Leute so dauerhaft Bock haben können, irgendeine Sexual Activity auszuüben oder sich nicht mal zurückhalten können, jemanden zu küssen. Because I doubt it, dass das wahre Gefühle sind. Ich kann mir vorstellen, dass Leute sich schnell verlieben und das ist auch alles extra entertaining und die sollen wahrscheinlich auch so überdrehen, damit es einfach ein bisschen spannender ist. Aber wenn das Real Life wäre, I would be shocked. Also ich habe das geguckt und Josie und ich waren an manchen Momenten einfach nur so, eigentlich so ein weirdes Format. Aber gut, was soll's. Ich finde es trotzdem mega geil und ich werde es zu Ende gucken. Also wenn ich gleich mit dem Vlog fertig bin, werde ich wahrscheinlich mein erstes Workout machen auf dem Peloton. Und dann werde ich weiter Tour Channel gucken. Und heute Abend kommt Arthur und der pennt hier. Und dann genießen wir das einfach, machen uns was zu fooden. Und ja, vielleicht vlogge ich heute Abend noch, aber dann wahrscheinlich für einen anderen Vlog. Deswegen werde ich jetzt an der Stelle diesen Vlog hier beenden. Ich hoffe sehr, dass euch der Vlog gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Videos von mir sehen wollt in der Zukunft. Und gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn ihr mich supporten wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis dann. Bye.